Ich grüße euch. Ich habe soeben eine ziemlich heftige Botschaft erhalten und möchte die natürlich jetzt an euch weitergeben. Der Rat der Weisen hat sich bei mir gemeldet und nun folgt ihre Nachricht. Ausatmen. Es geht in dieser Zeit darum, mehr auszuatmen als einzuatmen. Denn das, was ihr einatmet, ist nicht immer unbedingt natürlichen Ursprungs. Es ist natürlich eine Metapher. Aber trotzdem dürft ihr diesen Rat ernst nehmen. Atmet aus, lasst alles raus, was nicht eurem eigenen wahren Selbst entspricht. Es gibt immer noch so viel Information, die falsch, trügerisch, manipulativ, kontrollierend und einfach nur dunkel ist. Es ist kaum zu unterscheiden, was ihr konsumiert, was euch nicht gut tut. Alles erscheint im falschen Schein. Wer will denn noch wissen, was wahrhaft ist oder nur scheinheilig? Es gibt nur einen einzigen wirklichen Tensor und der liegt in eurem Herzen. Aber leider ist das Ego meist schneller und überlagert immer noch die wahre Wahrheit. Warum lasst ihr nicht los von einem System, was euch als niederwertige Kreaturen sieht und auch so behandelt, indem sie euch eliminieren, ausschalten und lächerlich machen? Was hält euch immer noch an allem fest? Ja, die Gewohnheit hält immer wieder Einzug. Spätestens um 20.15 Uhr seid ihr programmiert. Alternativen zu diesem Zeitpunkt? Wirklich? Für wen? Ihr seid so klar im Wissen, wisst auch genau, was ihr wollt. Ja, auf keinen Fall in der alten Matrix verweilen, stimmt's? Und warum verhaltet ihr euch nicht danach? Wieso sind die Angebote der dunklen, bösartigen Matrix immer noch so alternativlos? Wisst ihr nichts mit eurem freien Sein anzufangen? Ist das Programm der satanischen Welt so attraktiv? Wir beobachten und entscheiden, solange ihr so konsequenzlos durch den Wandel der Erde geht und alle Annehmlichkeiten des satanischen Systems annehmt, kann und wird niemand, der alle Kraft aufwendet, um euch und euer wahres Selbst zu kontaktieren, weiterhin seine Energie verschwenden. Entweder ihr beginnt Nein zu sagen zu allem, was die Dunkelheit euch bisher präsentiert und geboten hat, oder ihr lebt weiterhin in dieser dunklen Energie. Egal, wie erwacht ihr seid, es reicht nicht mehr aus, alles Wissen aufgenommen zu haben. Es ist an der Zeit zu entscheiden. Es gibt keine Warteschlange, in der man noch alles nutzt, was die Falschheit zu bieten hat, in der Hoffnung, irgendwann kommt derjenige, der euch Besseres zu bieten hat. Das ist, gelinde gesagt, so tief schwingend, dass es keiner weiteren Erklärung bedarf. Entweder ja oder nein. Beides geht nicht und aufschieben geht auch nicht. Ihr könnt nicht
beides haben und darauf hoffen, irgendwann im Paradies zu landen. Ihr habt die Entscheidungsgewalt. Und zwar jetzt. Genug ist genug. Wie oft haben wir diese Information bereits durch dieses Medium weitergegeben? Wie oft habt ihr es gehört, gelesen, gesehen und doch keine Konsequenzen folgen lassen? Was nutzen alle Erkenntnisse, alles Wissen, jede Überzeugung, wenn die Taten anders sprechen? Ihr seid es, die bestimmen, wann und wie die Veränderungen stattfinden. Neu bedeutet, sich zu befreien von allem, was tiefer schwingt. Warum also haltet ihr an tief schwingenden Dingen immer noch fest? Seid ehrlich, wie viele schauen noch dem Spektakel der Satanisten zu? Reicht der Wink mit dem Zaunfall, wie ihr es nennt, nicht aus? War der Beginn der Olympischen Spiele so reizvoll, dass ihr nicht wegschauen könnt? Und nochmals, wir bewerten nicht, wir stellen nur fest. Doppelmoral bringt keinen dorthin, wohin er angeblich will. Nein zum alten Sein, ja zum neuen Selbst. Und dies mit aller Konsequenz. Niemand wird kommen und euch erretten. Niemand wird kommen und euch sagen, wie ihr zu handeln habt. Niemand wird kommen und die Verantwortung für euer Leben übernehmen. Hört auf zu warten. Jetzt ist die neue Welt. Jetzt ist die Zeit der Erneuerung, der Neugeburt. Nutzt eure Schöpferkraft, euren Glauben, euren Willen und geht endlich den Weg der Befreiung von allem, was dunkel schwingt. Erhebt euch aus dem falschen Licht und beginnt euch selbst zu vertrauen. Es ist die Zeit der Selbstermächtigung. Wenn nicht jetzt, wann dann? Versteht, dass ihr ganz allein verantwortlich seid, dass diese Erde wieder zu dem erblüht, was sie einst war. Das Paradies wird euch nicht auf einem silbernen Tablett serviert, solange ihr in der ersten Reihe derjenigen sitzt, die euch blenden. Wacht endgültig auf. Verlasst die Reihen der Versuchung und begebt euch dorthin, wohin ihr in Wahrheit wollt. Ihr entscheidet. Niemand anderes wird das für euch tun. Diese Erde wird der Ort sein, den ihr kreiert. Begreift eure Macht, eure Schöpferkraft. Genug ist genug. Ihr habt das größte Erbe eures Vaters denen überlassen, die ihm damit Schindluder betreiben, euch gefangen halten und ausbeuten. All das ist ihnen nur möglich, solange ihr glaubt, dass ihr diese Macht nicht habt. Hört auf, euren Programmierungen zu glauben. Alles Lug und Trug. Beginnt endlich, eure Kraft auszuspielen. Nehmt den restlichen vermeintlichen Machthebern die Luft zum Atmen. Sie existieren nur so lange, wie ihr eure Schöpferkraft von ihnen missbrauchen lasst.
Nochmals, genug ist genug. Atmet ein und aus und gebt keinem Parasiten mehr von eurem Atem ab. Sie werden eingehen wie Unkraut, das kein Wasser hält. Nährt sie nicht mehr. Vertraut euch selbst. Glaubt an euch und meidet ihre Versuchungen und Ablenkungen. Sie sind deutlich zu erkennen. Ihr kennt ihre Mittel und Medien. Ein guter Kompass ist und bleibt euer Herz. Wir verabschieden uns nun in der Hoffnung, von vielen gehört zu werden. Der Hohe Rat der Weisen.